los. Musik von heute auf morgen. Ein wunderbares Hallo zu dieser zweiten und taktlos Metal auf Radiokanal K Rock Session und YouTube. Wie angekündigt, von Heavy und Trash Metal geht es jetzt richtig Prog, Rock, Metal. Je nach Teil vom Lied, gerade ein bisschen unterschiedlich. Bei uns Influence X, der Ramin, der Sänger. Hoi. Hoi zusammen. Du kommst nicht mit leeren Händen. Ihr habt ein neues Album draus, das heisst Quantum Reality. Ja, das Album hat sehr lange Lieder. Wir haben einen Weg gefunden, nach 2-3-stündigen Diskussionen, wie wir es lösen können. Wir fangen jetzt an mit Mindtrap. 7,5 Minuten, das ist für euch gar keine Zeit, das ist für euch ein kurzes Lied. Ja, mittlerweile kann man sagen, das ist eines von unseren kürzeren. Ja, das ist so. Also wir machen einen Einstieg mit Mindtrap, bevor wir das erste Mal in Wort gehört und ja, dann ein Lied, ein ganz grosses Lied, ein bisschen aufteilt. Viel Spass in dieser Stunde wünscht der Roger Wettli. We'll be right back.
Influence X auf Radio Kanal K, Rockstation und YouTube. Bei uns der Armin, der Sänger von der Band hier im Studio. Genau, richtig. Bisher immer noch. Schön, dass du den Weg hier gefunden hast mit dieser wunderbaren Musik. Jetzt, Influence X gegründet worden 2006. Du bist seit 2009 dabei. Richtig, ja. Genau. Er hat mal ein EP rausgebracht, The Awakening, ein Single, dann Existence vor ein paar Jahren und jetzt Quantum Reality sind konstant in der Besetzung. Ja, wir haben das Glück, dass es bei uns eigentlich so weit funktioniert seit dem 2009. Klar, ich denke, wie jeder Band gibt es mal Spannungsmomente und mal Diskussionen, aber wir haben das Glück, dass wir es immer geschafft haben, eigentlich die Schwierigkeiten wieder aufzuräumen und in dieser Besetzung können weiter zu bestehen. Er hat alles sehr versierte Musiker dabei. Gehört man, könnt ihr dann die Musik machen? Haben die auch entsprechenden Kopf jeweils, oder wie funktioniert eure Band? Es ist so, dass wir eigentlich bis zu dem Album hin, auch für Existence zum Beispiel, ist es so gewesen, dass wir die Lieder immer zusammengeschrieben haben. Das heisst, wir haben zusammen in der Band Probe die Lieder entwickelt. Der eine hat eine Idee gebracht, dann wieder der andere. Und so hat sich das zusammengefügt. Und bei Quantum Reality ist jetzt eigentlich das erste Mal der Fall gewesen, dass zum Beispiel zwei Songs jeweils von einem Musiker kommen. Und die restlichen drei, die jetzt da noch keinen drauf haben, die werden dann auf dem nächsten Album, wo etwa, hoffentlich etwa 4 Jahre wird erscheinen, so wie das haben wir mal geplant, werden dort dann ihre Songs können mit einfliessen lassen. Das heisst, wir haben wirklich das erste Mal so gemacht, dass jeder einen bringt, den er entwickelt, den er die Idee dafür hat und der Rest fügt sich seinen Ideen mehr oder weniger. Jetzt das Album, hast du mir gesagt, es hätte eigentlich schon viel früher rausgekommen. Ja, genau, geplant wäre es eigentlich für im Sommer 2017. Wie es immer so ist im Entwicklungsprozess, wir haben dann festgestellt, dass die einen oder anderen Songs doch noch nicht so reif sind oder uns dann schlussendlich doch nicht so überzogen haben, nachdem sie fertig geschrieben waren. Und dann haben wir uns entschlossen, wir lassen uns mehr Zeit, um dafür qualitativ besser zu arbeiten. Weil wir sagen bei uns ganz klar, es zählt eben Qualität und nicht Quantität. Das heisst, wenn ihr das Album draussen habt, dann muss es verheben. Ihr wollt nicht 10 Alben rausbringen, sondern 2, die verheben in dem Sinn. Genau, richtig. Jetzt, wir haben vorher schon angekündigt, Holy Ground ist... Das Album heisst nicht Holy Ground, das Album heisst Quantum Reality. Aber Holy Ground, The Third Truth, sorry, ist eigentlich so quasi das Herz von dem Album. Ist ein Lied, das sehr lang dauert, aufteilt in 10 Kapitel. Genau, ja. Wir haben uns natürlich damit beschäftigt, dass vor allem früher viele Prog-Bands sehr lange Songs gemacht haben. Es gibt auch heute noch sehr viele Prog-Bands, die einfach sicher, ich sage jetzt auf jedem zweiten Album, so einen Longplayer dabei haben. Und wir haben uns von Anfang an klar das Ziel gesetzt bei dem Song, dass wir einen Song machen wollen, wo wir jederzeit auseinandernehmen können. Das heisst, alle 10 Teile sind einzeln spielbar, sind auch untereinander kombinierbar. Das gibt uns einfach die Möglichkeit, zum Beispiel live zu sagen, wir spielen den und den und den Teil und den Rest lassen wir weg. Und das ist wahllos kombinierbar untereinander. Und das war das Ziel von dem Song und das haben wir auch erreicht. Gibt es ein textliches Konzept dahinter? Es gibt ein textliches Konzept dahinter, wo aber eben auch wieder so aufgeht, dass man es eben kann, die Teile quasi untereinander vermischen. Also der Text ist einer von denen, den ich geschrieben habe und handelt so ein bisschen im Allgemeinen über die Art und Weise, wie die Welt funktioniert mit ihren guten und schlechten Seiten. Also philosophische Auseinandersetzung bis zu einem gewissen Grad, oder? Richtig, ja. Also wenn ich mich mit Text befasse oder Text schreibe für die Lieder, was bei den meisten Liedern eigentlich der Fall ist, dann setze ich mich mit einem Thema auseinander und versuche das in meinen eigenen Worten und in meinen eigenen Emotionen dann überzubringen.
Du hast gesagt, die Reihenfolge ist so gewählt, dass er es will kombinieren. Wie sind wir schlussendlich auf die Reihenfolge gekommen, die wir aufs Album da haben? Das ist immer so ein bisschen auch schon beim vorherigen Album so gewesen, dass wir uns die Lieder, wo wir ja im Bandroom schon eine Pre-Production machen, dass wir uns die genau anhören, dass wir uns sehr genau überlegen, was passt zueinander, in welcher Reihenfolge, um eine gewisse Stimmung können zu halten für den Hörer. Und es ist zwar ein kleines Risiko, den längsten Song gerade am Anfang zu bringen, aber darum haben wir ihn auch eben explizit nicht an einem Stück eingespielt, so dass man quasi müsste als Zuhörer 24 Minuten hören oder einfach irgendwie ständig spulen, sondern man kann eben skippen von Teil zu Teil. Ja, wir skippen nicht. Wir machen aber etwas, wo wir sonst eigentlich... Ich bin eigentlich dagegen, aber wir machen es jetzt gleich. Nein, wir haben uns entschieden, wir spielen die ersten 4 Kapitel. Es gibt nachher einen nächsten Interviewteil und dann spielen wir die letzten 6. Genau. Genau. Viel Spass mit First Truth. Genau, viel Spass.
Das Tacklos Metal auf Radio Kanal K, Rockstash YouTube bei uns Influence X mit dem Album Quantum Reality und dem Ramin am Gesang. Und wir haben jetzt etwas gemacht, das habe ich, glaube ich, in all diesen Jahren noch nie gemacht. Ich habe ein Lied unterbrochen. Schande. Ja, schon ein bisschen Schande über dich, aber das ist auch verständlich, weil der Song geht 24 Minuten und das wäre ja nicht ganz so zuhörerfreundlich, glaube ich. Genau, darum reden wir wieder, damit wir euch können unterhalten mit ernsthafte Informationen, zwar, ihr sind mit dem Zug teilweise auf Italien runtergeaufnet. Genau, also wir sind gesplittet auf Italien gefahren. Meistens ist es ja so, wenn du nicht alles live gerade miteinander im Studio aufnimmst, dann fällt natürlich die Rhythmussektion an. Das heisst, die sind mit dem Bandbus runter, haben das Material von allen mitgenommen, haben dann ihre Sektionen eingespielt. Danach ist der Keyboarder als Dritt gegangen. Hat seine Lines eingespielt und der Gitarrist und ich sind dann zusammen mit dem Zug runtergefahren, um die letzten Teile noch aufzunehmen. Er sind beim DGM Gitarrist gewesen? Richtig, beim Simone Mularoni. Er ist seines Zeichens Studiobesitzer von dem schönen T-Shirt, da steht es ja auch drauf. Domination Recording Studio. Genau. Und er ist Gitarrist von DGM und aber auch sonst relativ viel unterwegs bei anderen Bands als Mischer und Master. Und ja, die Arbeit mit ihm hat so viel Spass gemacht, wie glaube noch nie irgendwie mit jemandem. Was auch klar ist, weil das Studio ist in Rimini und Rimini verbindet man mit Strand, Sonne. Ja, natürlich. Vielleicht nicht gerade Ende Dezember, aber sonst generell schon. Obwohl, ich muss da korrigieren, das Studio selber befindet sich in San Marino. Aber sie wohnen beide in Rimini. Das heisst, wir sind, haben ein Hotel in Rimini. Sie haben uns am Morgen aufgeladen, dann sind wir auf San Marino übergefahren. Haben dann dort aufgenommen und am Abend wieder abgesetzt worden. Aber Dezember, Italien ist Dezember etwa gleich wie die alle anderen südländischen Länder. Ja, es hat auch, nein, regnerisch war es nicht. Wir hatten wirklich schön Sonne. Aber es war arschkalt wie bei uns. Es hat auch ein bisschen Schnee gehabt, also so Pflotsch. Von dem her, ja, es war also nicht viel schöner wie bei uns. Das einzige Schöne war,
die Zeit, die du frei hast, hast können an den Strand führen und einfach ein bisschen das Meer geniessen, das Meerrauschen geniessen. Aber das heisst, im Dezember es gibt Hotels, die im Dezember offen haben? Ja, das ist halt einfach dann sehr günstig. Also, da kommst du für 25 Euro kommst du das Zimmer über in 3-Sterne-Standard mit Frühstück. Von dem her, die machen das im Winter einfach, um halt irgendwie das Kessel noch zu füllen. Und im Sommer sind die Bunker natürlich absolut stopfvoll. Wie lange bist du unten gewesen mit eurem Gitarrist? Wir zwei sind 6 Tage unten gewesen. Er hat 3,5 Tage eingespielt und ich habe 2,5 Tage eingesungen. Ja, wir machen weiter mit The Third Truth, um euch nicht weiter Folter spannen. Wir tun den 6. bis 10. Genau, müsst ihr rechnen. Der Armin hat mir gesagt, die gehen etwa gleich lang wie der Vorteil. Und dann reden wir wieder miteinander. Geniessen den zweiten Teil von dem Monumentum.
chaos in my head. I lost any chance to trust myself. The mirror shows a creature staring back at me. Is this what I became? Or is it what I should be? Inflex X sind das hier im Studio von Radio Kanal K und Rock Session YouTube. Bei uns der Armin Sänger im Studio und ihr habt jetzt gehört, der ganze Third Truth in zwei Teile. Ja, es war gemütlich, mal das auch in zwei Teile zu hören. Und schon noch immer ganz. Aber jeder Zuhörer kann sich natürlich bei uns auf der Homepage die CD bestellen oder das auf den üblichen Plattformen abladen und das in einem Stück hören. Kaufen Sie. Ja, wir haben noch ganz kurz wenig Zeit, weil wir haben noch nicht so viel Zeit, weil wir haben noch ein weiteres Lied, das 9 Minuten geht. Scheiße. Nein, ist ein super Lied, darum spielen wir es. Wo kann man auch live sehen? Ja, im Moment haben wir gerade kurze Sommerpause, weil in der Festivalsaison macht es nicht so viel Sinn, Clubkonzerte spielen. Wir fangen dann August, September wieder an. Wir gehen ein bisschen ins Ausland vor allem. Ist ein bisschen etwas geplant. Also wir sind sicher in Bratislava. Salty sei Dank. Wir sind jetzt gerade im Gespräch wegen einer kleinen Tour Holland, Belgien, Frankreich.
Dann ein paar weitere Auftritte, eventuell in Frankreich mit DJM zusammen. Und ja, wir sind dort fleissig vor allem ein bisschen im Ausland am Schauen. Aber wir werden natürlich auch schauen, dass wir hier in der Schweiz noch ein paar Konzerte werden spielen gegen Ende Jahr. Du hast gesagt, ein weiteres Album, hast du gesagt, ist eigentlich geplant in etwa 4, 5, 6 Jahren? Hoffentlich nicht 5, 6, sondern wir haben mal so ein grob uns Ziel gesteckt, etwa in 4 Jahren noch eins wieder rauszubringen. Wir haben aber ganz klar gesagt, wir wollen jetzt zuerst mal schauen, wie die Reaktionen auf das Album sind. Weil ich denke, im Vergleich zum letzten Album ist es doch wieder etwas anderes. Und es ist nicht so, dass wir uns jetzt wieder die Leute anpassen, die sagen, wir finden das Alte besser. Aber es ist schon klar, dass man ein bisschen mit der Zeit muss gehen und auch so ein bisschen die Reaktionen der Leute gleich auch mit, ein bisschen, ja, mit beeinflussen lässt. Ob man vielleicht härter wird oder eher sanfter. Ja, bevor wir noch weiterreden, wir lassen die Musik Edge of the Sky 9 Minuten, 8,5 eigentlich. Geniessen. My feet carry me. Seeing so many miles. To that magical place. I hoped for. Where my mind has wandered. For so long ago. And already awaits me. In silent peace. Do you know?
Ja, Roger, danke herzlich, dass wir hier sein können. Die nächsten Gäste, die du hast, sind Abraham und Gloria Wald. Schön gesagt, danke. Die sind, wann da, hast du gesagt? Ende, nächste Sendung, Ende, jetzt haben wir Ende Mai, Ende Juni. Ende Juni in dem Fall? Hören die. Jetzt ja, wir haben, sind am Ende von 2 Stunden taktlos Metal auf Radiokanal K Rockstage YouTube. Ihr habt gehört in der ersten Stunde Mind Patrol mit ihrem ersten, allerersten jungfräulichen Album Against All Predictions, kann man kaufen. In der zweiten Stunde Trauin mich beehrt mit Influence X und Quantum Reality, kann man auch kaufen. Wo kann man es kaufen? Kann man überall kaufen, kann man bei uns auf der Homepage bestellen, kann man auf allen gängigen Plattformen bestellen. Kann man bei uns Bandmitglieder bestellen oder an den Konzerten. Jetzt, wer immer noch nicht so recht weiss, halt mir das wirklich, der hat, ja, hat. Wir haben immer ein Herz aus Stahl und das Herz ist gutmütig. Es gibt Wiederholungen dreifach auf Rockstation, wenn das erfahrt, wenn ihr auf Rockstation surft. Und anschliessend gibt es auf unserem wunderbaren YouTube-Kanal die Sendung als Stream. Keine Ausreden mehr, genau. Und ja, wie gesagt, nächsten Monat weiter mit neuen Alben von Gloria Wald und Abraham. Ich bin gespannt, freue mich, wenn ihr dort dabei wärt. Verantwortlich für die Stunde ist, für die letzte Stunde war Roger Wettli. Ramin, das letzte Wort gehört dir von dieser Sendung. Ja, ich hoffe, wir haben euch überzeugen mit unserem Sound und wir danken dir ganz, ganz herzlich für die Einladung.